Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute das versprochene Team Günstmaus testet sehr, sehr teure Lidschatten. Freunde, was ist das? Was ist das? 65 Euro. Puh, weg. Weg. Aber vielleicht ist es das Ganze wert. Ihr liebt es, wenn ich Natascha Denona Produkte reviewe. Und deswegen dachte ich mir, kommt, es gibt eine neue Palette. Gönnst du dir. Kaufst du dir, zeigst du deinen Günstmäusen. Und das ist einmal die neue Sendo-Palette in der Midi-Size. Vielleicht erinnert ihr euch, es gab vor knapp einem halben Jahr schon mal eine Sendo-Palette. Und das war dieses kleine Schätzchen hier. Hat 25 Euro, glaube ich, gekostet, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und hat 5 Farben drin. Diese Palette hat 1, 2, 3, 4, 5 mal 5, 5 mal 3, 15 Farben drin. Und wir werden schauen, wie die Palette performt. Ich werde euch Tipps und Tricks geben. Die Palette ist ein bisschen besonders, denn hier sind Texturen drin, die wir sonst nicht so oft sehen. Und ich hoffe immer insgeheim, dass ich mit diesen Videos einen der Hersteller der Drogerie inspirieren kann, ähnliche Paletten zu konzipieren mit verschiedenen Texturen. Und deswegen werden wir schauen, wie die funktioniert. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Ende noch ein weiteres Video anschauen. Es wird euch immer hier an der Seite vorgeschlagen. Und dann klickt da einfach mal eins an. Der YouTube-Algorithmus weiß ja immer am besten, was euch gefällt. Angeblich. Freunde. Hallo, ich bin richtig, richtig excited, denn es gibt, wie gesagt, eine neue Natascha Denona Palette und die sieht schon ziemlich schön aus. First Impression war, rot. Aber hier im rechten Bereich ist wieder so ein etwas kühlerer, blauer Ton und ich glaube, Sendo ist so ein bisschen dieses Spiel zwischen warm und kühl. Es gab schon mal eine Sendo Palette und ich zeige sie euch nochmal. Das war dieses Schätzchen hier und wenn ich mir die jetzt mal im Vergleich angucke, sehe ich da nicht wirklich. Also schon, aber weiß ich nicht. Eigentlich ist das hier eine warme Palette, außer diese eine Farbe. Und ich fand das immer recht schwierig bei den Natascha Denona Paletten aus diesen Fünfer-Paletten vernünftige Looks zu machen, wenn ich wirklich alle Farben benutze. Wenn ich jetzt hier dieses Blau weghalte, dann ist es schon schön, aber dann ist das hier wieder ein Schimmer. Und das ist etwas, was bei Natascha Denona recht häufig ist, dass sie Schimmerfarben benutzt und diese einfach normal ausblendet. Und das fällt mir persönlich immer so ein bisschen schwer, weil sobald das Lid nicht so ist, finde ich persönlich es immer ein bisschen schwierig. Ist aber völlig egal, wir werden das Ganze jetzt testen. Worauf ich super gespannt bin, sind diese Cream-to-Powder-Formulas. Und da haben wir einmal Breath, Mantra und Mindful. Die sind cremig und werden auf dem Auge pudrig. Im Vergleich dazu haben wir die normalen matten Farben und diese Schimmerfarben. Ich muss sagen, wenn ich jetzt die Palette so angucke, sehen die Schimmerfarben in den großen Paletten auch in den davor recht soft aus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Spiel, was sie macht, dass man auch mit Schimmerfarben als Blendefarben arbeiten kann. Wir werden das Ganze testen. Ich mache einmal meine Base, nehme euch so ein bisschen mit, mache einmal Foundation drauf und dann geht's los. So, ich habe ein bisschen gebaked. Wir machen so ein bisschen die Base, denn ich finde, das ist eigentlich ganz schön. Ihr wisst, ich habe einige Natascha Denona Produkte mittlerweile, weil ich einfach finde, dass die Qualität im Großen und Ganzen sehr, sehr gut ist. Und nicht alles ist unbedingt den Preis gerecht, finde ich persönlich. Ich habe aber so ein paar Produkte hier und ich zeige es euch einfach. Ich setze euch auch alle Produkte einmal unten in die Infobox, die ich jetzt von Natascha Denona benutze. Es gibt manchmal, soweit ich weiß, ein bisschen Rabatt bei Sephora teilweise. Also wartet da vielleicht auch mal ein bisschen Code habt und dann gönnt euch was, wenn euch etwas interessiert. Ansonsten mache ich diese Videos aber immer, um einfach so ein bisschen zu schauen, wo ist der High-End-Bereich gerade und Natascha Denona ist halt schon wirklich High-End. Ich benutze jetzt hier die Sculpt & Glow Palette. Ich liebe die, vor allem diesen Contour-Ton. Das Schöne bei diesen Paletten ist, auch bei den Lidschatten-Paletten, man kann die Lidschatten aus der Verpackung holen und in so eine Magnetpalette packen. Hier kann man das auch machen. Ich weiß nicht, und vielleicht weiß es jemand von euch mit Sicherheit, ob man die Farben auch einzeln nachkaufen kann. Weil ihr seht schon, ich benutze eigentlich keine andere Farbe aus der Palette, außer diesen Contourton, weil der für mich halt
die perfekte Farbe hat. Und ihr seht, er gibt so ein bisschen Definition, ist nicht zu kühl, ist aber auch nicht zu warm und schmilzt schön auf der Haut. Das ist etwas, was man Natascha lassen muss. Ihre Texturen sind sehr, sehr hautfreundlich. Also vor allem im Make-up-Artist-Bereich, wo wenig mit Puder gearbeitet wird, verschmelzen die Texturen perfekt mit der Haut. Das muss man sagen, da ist noch ein großer Sprung, finde ich, in die Drogerie bei den Base-Produkten. Bei den Lidschatten nicht unbedingt. Also ich hatte ja mal ein Video gemacht, das kam extrem gut bei euch an, wo ich die Catrice Five in a Box Lidschatten, ich verlinke euch das mal hier, wenn ich das finde, im Vergleich zu den Natasha Denona Mini-Paletten gezeigt habe. Und die waren, also ich fand tatsächlich die Catrice-Paletten sogar besser. Allerdings waren da aber auch diese Standardformulierungen mit drin, wohingegen in diesen großen einfach natürlich viel, viel mehr Platz ist für Cream-to-Powder-Formulas, was halt auch in der Produktion einfach wesentlich teurer ist. Das muss man sagen. Das Packaging von Natasha Denona kostet mindestens 7 Euro, würde ich jetzt mal behaupten, im Einkauf. Vielleicht 5. Die Paletten sind in der Produktion schon sehr teuer. Das muss man lassen und deswegen will ich da auch nicht so viel gegen wettern. Ich nehme jetzt diese Palette hier. Die benutze ich fast jeden Tag. Vor allen Dingen hier diese Cremetöne. Und ihr seht, man braucht nicht viel. Also ich gehe da nur ganz leicht rein und der Pinsel ist voll. Und das setze ich mir hier einfach so ein bisschen mit als Blush hin. Und das ist einer meiner absoluten Favorite Blushes. Und vor allen Dingen diese beiden Töne hier sind extrem, extrem schön. Ich zeige die euch nachher, wenn ich gesettet habe. Was kann ich euch noch zeigen? Wir haben hier die Tan-Palette. Das ist so ein bisschen Fehlkauf, ehrlich gesagt, gewesen, weil diese Farbe hier habe ich auch in der Bronze-Palette drin, mehr oder weniger. Also die sind sich schon recht ähnlich, seht ihr? Die ist ein bisschen kühler als die hier oben. Der Highlighter-Ton ist schön, aber der funktioniert nur, wenn man gar kein Puder benutzt. So, look at my face now. Ich benutze Puder wie Klopapier. Täglich. So, okay. Ich mache einmal die Base fertig. Ein bisschen hier weg. Und dann gehe ich nochmal hier rüber und blende so ein bisschen hier aus. So, und dann, jetzt seht ihr, dann braucht man nur Puder unter den Augen. Dann blendet man das nochmal so ein bisschen aus und ihr habt einen richtig, richtig schönen Glow. Natasha Denona's Looks sind immer sehr artistisch. Also das ist, vor allem, wenn ihr euch mal ihren Instagram-Account anschaut, nicht so typisch Alltags-Make-up, sondern sie benutzt extreme Farben in extremen Formen. Sie hatte neulich mit der Circo Loco Palette, die war mir persönlich viel zu teuer. Also Boys and Girls, ich gebe doch keine, was kostet die 125 Euro für ein paar Lidschatten aus? Ich. Aber ich habe jetzt auch 65 Euro ausgegeben für eine Lidschattenpalette, was vielleicht auch nicht jeder macht. Aber also 65 Euro für eine Lidschattenpalette ist bei mir schon wirklich, wirklich Schmerzgrenze. Und ich mache das hier beruflich. Base sieht gut aus. Bronzer, Contour brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Alright, ich hole euch ein Stückchen heran und dann geht's los. So seht ihr die Base auch einmal von Namen. Ich fülle mir noch so ein bisschen die Augenbrauen hier außen auf. Ich habe es noch nicht so ganz fertig gemacht gehabt. Okay, also. Ich dachte mir, wenn ich jetzt hier wieder die warmen Farben nehme, dann werdet ihr mich lynchen. Deswegen probieren wir jetzt mal diese blauen Töne aus, die warmen Töne. Die habe ich schon oft irgendwie so oder so ähnlich von Natasha Denona gesehen. Also schaut euch gerne die anderen Videos von mir an. Ich linke sie euch einmal unten in die Ecke oder hier unten in die Infobox. Die sind schon recht ähnlich. Das sind jetzt meine ersten blauen Töne. Und ich finde, dass diese 9er Palette wunderschön ist. Die hätte mir fast persönlich schon gereicht. Also das hier habe ich beispielsweise in der Bronze Palette. Und ich mache das Video natürlich auch, um euch so ein bisschen zu zeigen, falls ihr schon eine Natasha Denona Palette habt, ist das die richtige für euch? Weil ich weiß, viele sparen dann auf eine Palette und wollen dann auch wirklich die richtige haben. Wenn ihr die Bronze Palette beispielsweise schon habt, finde ich, braucht man die nicht unbedingt, wenn man nicht so oft diese Blautöne benutzt. Wenn man sagt, ey, ich liebe blaue Töne, go, dann ist das die richtige für euch. Da habt ihr nämlich eine gute, ausgewogene Palette von. Ich nehme jetzt mal hier einen fluffigen Pinsel und gehe als erstes in die Farbe Breath. Da bin ich sehr gespannt. Das ist nämlich hier eine Cream-to-Powder-Formula, extrem pigmentiert. Und das ist etwas, wo ich so ein bisschen gespannt bin, weil das ja ein Pastellton ist. Aber meine Spannung, ihr wisst ja, was ich von Pastellpaletten halte, wollte ich sagen. Ich war gerade so ein bisschen abgelenkt, weil das ist natürlich für einen Pastellton extrem krass. Ich bin nicht so ein Fan davon, weil ich finde, dass sie einfach bei meiner Hautfarbe oder generell bei jeder Hautfarbe außer Deckweiß zu soft sind. Das hier ist jetzt aber schon krass, weil ihr seht, dass die Farbe auf jeden Fall da ist. Man kann sie gut ausblenden. Man merkt beim Arbeiten, dass das tatsächlich eine Cream-to-Powder-Formula ist. Also sie ist schon so ein bisschen cremig. Ich gehe mal rein. Sehr deckend.
Und wenn man sie ausblendet, dann wird sie pudrig. Also da seht ihr jetzt kaum was, deswegen empfehle ich bei solchen Farben immer einen Pinsel. Sehr schön, sehr, 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 sehr schön. Blendet sich tatsächlich so ein bisschen aus, aber das ist oft bei Pastellfarben so. Aber für den ersten Swipe war das schon echt gut. Und das ist halt das, was bei Natasha Denona halt besonders ist, finde ich. Ihre Texturen sind Weltklasse. Muss man sagen, sind sie den Preis wert, wenn man einfach nur so ein bisschen Spaß an Make-up hat? Weiß ich nicht. Kommt immer so ein bisschen auf den Geldbeutel drauf an. Aber ich bin auch wirklich der Letzte, der euch sagen kann, das braucht ihr oder das kauft euch das. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und mir ist es halt wichtig, dass ich euch auch niemals, niemals das Gefühl gebe, dass ihr etwas unbedingt braucht. Wenn ihr es könnt, zeige ich euch die Möglichkeiten, was es gibt. Aber bitte, vor allem die Jüngeren, fühlt euch bitte niemals von mir gedrängt dafür, etwas zu kaufen, nur weil es mir gefällt. Es muss bei euch nicht funktionieren. Sehr, sehr schöne Farbe. Also blendet sich tatsächlich ein bisschen aus. Ich nehme jetzt aber denselben Pinsel und gehe in die Farbe Mantra. Auch das ist so eine Cream-to-Powder-Formula. Und die setze ich mir hier außen hin. Das Schöne bei diesen Farben ist, dass sie halt einfach keinen Kickback haben. Und das ist etwas, was mich bei High-End-Paletten immer so ein bisschen stört. Da bin ich empfindlicher bei High-End als bei günstigen Paletten. Weil wenn hier etwas rausfällt, das ist bares Geld. Natürlich bei den anderen auch, aber da bin ich nicht ganz so empfindlich, wie wenn hier ein Lidschatten rausbröckelt. Ich nehme jetzt mal einen fluffigen Pinsel, gehe hier rein und blende die Kante hier aus. Da muss man so ein bisschen gucken, wie die Farben funktionieren, aber schaut mal, die lassen sich sehr, sehr gut ineinander verblenden. Was ich schade finde, kann ich jetzt schon mal dazu sagen, mir fehlt eine dunkle Farbe. Deswegen bin ich gespannt, wie die Farbe Equilibrium ist. Ich glaube, bei Hattie heißt auch einer Equilibrium. Ich weiß es nicht. Das ist halt eine Schimmerfarbe. Ne? Ich swatche euch auch nochmal hier. Da bin ich echt immer so ein bisschen zwiegespalten. Was sagt ihr? Gebt mir da gerne mal ein Feedback. Benutzt ihr Schimmertöne als matte Farben fremd? Also, ich würde mir wünschen, vielleicht gibt es auch, wenn jemand von euch Natasha Denona Profi ist, gebt mir bitte da ein Feedback. Ich kann euch sagen, welche Palette Catrice am 17.04.2018 rausgebracht hat. Ich weiß aber nicht, wie die Natasha Denona Maus arbeitet. Gibt es Paletten nur mit diesen Texturen? Weil das ist dann etwas, wo ich sage, okay, da würde ich euch sagen können, das ist etwas, da lohnt sich auf jeden Fall das Geld. Versteht mich nicht falsch. Das Geld lohnt sich natürlich auch bei diesen Paletten hier. Aber wir haben natürlich schon viele, viele Paletten in diesen Farben und da ist es bei mir persönlich bei matten Farben nicht ganz so wichtig, ob die jetzt Cream to Powder oder was weiß ich ist. Aber bei so besonderen Farben wie hier, diese Blautöne, ist es schon etwas, wo man sagen kann, ja, da macht es Spaß, mit solchen Farben zu arbeiten, weil die hat man eh nicht so viel zu Hause. Und wenn man dann hier, schaut mal, sowas nach Hause kriegt, ist das mega. Das Schöne bei Natasha ist, um das auch nochmal zu sagen, sie ist sehr, sehr inclusive, was einmal ihre Models angeht, aber auch die Produkte. Also diese Paletten funktionieren auch sehr, sehr gut bei dunkler Haut. Das sieht man auch bei ihr auf dem Instagram-Account, dass sie da schon so ein bisschen drauf achtet, dass das eine gute Shade Range ist. Vor allen Dingen diese Farben, die kommen natürlich anders raus bei jeder Hautfarbe, aber vor allen Dingen die Schimmerfarben haben immer so die Reflexion irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es macht, dass es gut funktioniert. Ich nehme jetzt hier mal so einen ganz, ganz kleinen Blending Brush und gehe in die Farbe Equilibrium und setze mir die hier vorne nochmal hin, um das so ein bisschen abzudunkeln. Und ihr seht schon, ja, da ist halt Schimmer drin, ne? Wenn man mit so einem fluffigen Blendepinsel arbeitet, dann kriegt man halt auch nicht ganz so viel Schimmer hin, wie wenn man mit einem flachen Packing Brush arbeitet. Und ich werde immer wieder gefragt, Maxim, kannst du uns Pinsel empfehlen? Ihr kennt meine Meinung zu Pinseln. Entweder BH Cosmetics, wenn es günstiger sein soll, aber no joke, wenn ihr Geld in die Hand nehmen wollt für Pinsel, gönnt euch diese von Letizia, vor allen Dingen hier aus dieser blauen Reihe, die sind iconic. Also ich habe noch nie in meinem Leben so gute und so durchdachte Pinsel gesehen. Sie ist halt auch einfach Make-up-Artist, das merkt man. Ich nehme jetzt die Farbe Equilibrium hier außen auch nochmal, ganz, ganz klein, und mache mir damit wie so einen Liner. Wir nehmen den Pinsel von eben, machen den so ein bisschen sauber und gehen als erstes in die Farbe Flow. Das ist ein normaler Schimmerton und auch da habe ich gehört, dass die Farben von ihr so ein bisschen, ja, die sind so ein bisschen zarter geworden. Also ihr seht, das ist zwar schon Schimmer,
aber das ist so ein zarter Metallekton. Und auch die hat jetzt ein bisschen Kickback. Ne? Also da seht ihr den Unterschied zwischen diesen Texturen einmal live und in Farbe. Cream to Powder hat kein Kickback. Also bei mir jetzt zumindest nicht. Ist schon schön. Ist schon wirklich schön. Mir fehlt jetzt noch ein heller Ton. Ich gehe nochmal in die Farbe Yama. Das ist ein Duochrome. Seht ihr das? Das ist rosa und grün. Oh wow, okay. Der kommt einfach oben mit drauf. Den toppe ich hier einfach so ein bisschen mit rüber für so ein bisschen Bewegung. Das Lid ist ja jetzt eh schon sehr schimmerig. Okay, das hat extrem gut funktioniert. Ich blende jetzt hier nochmal so ein bisschen vom dunklen Ziel mit rein. Hier außen, um das hier noch so ein bisschen dunkler zu machen. Nur ganz leicht, um hier, ja. Sie ist pigmentiert hier, die Farbe hier. So ein bisschen zusammen. Ich überlege mir gerade, ob ich nicht vielleicht ein bisschen was Warmes an meinen unteren Wimpernkranz gebe. Ich habe aber Angst, dass es dann den Look versaut. Ne? Also ihr seht, man kann immer hier wieder rüber gehen und diese Konturen ausblenden. Und das ist halt dieses Schöne, wenn man diese Cream-to-Powder-Formula hat. Die ist zwar feucht, sorgt aber dafür, dass ich die pudrige Textur jetzt beispielsweise von Seal so ein bisschen besser ausblenden kann. Deswegen, ich gehe jetzt einfach nochmal mit dem Pinsel von eben in die Farbe Mantra und setze mir die an meinen unteren Wimpernkranz. Und blende die mit Breath aus, diesem Cream to Powder. Das Schöne bei Natasha Paletten ist, finde ich, da kann man, die regen mich persönlich immer so ein bisschen dazu an, einfach zu spielen mit den Farben. Weil das ist jetzt hier beispielsweise ein sehr monochromer Look, aber irgendwie in so ein bisschen grafischeren Dimensionen. Sehr definierte Lidfalter, ausgesmokten unteren Wimpernkranz, die man gut miteinander blenden kann. Und ihr seht, wenn ich die beiden Farben mische, dann kriege ich wie so ein anderen grün-türkis-Ton hin. Yes. Alright. Schön. Was sagt ihr zu diesem Look bis jetzt? Ich werde jetzt nochmal einen Inner Corner setzen. Da ist jetzt aber die Frage, gehen wir in dieses Rosa? Ich swatch es jetzt auch nochmal. Kommt. Relief. Schöne Transition Shade. Könnte aber als Blush schön sein. Ja, seht ihr? Und da ist dann wieder das Problem, dadurch, dass die Paletten halt sehr artistisch sind und eher in der Sammlung Sinn machen, finde ich. Es ist möglich, aber für mich, jetzt in dem Fall, fehlt mir jetzt ein Icy-Ton, um den in die Inner Corner zu setzen. Ich nehme mal hier jetzt einen kleinen Pencil-Brush von Ellie und BH und sprühe den einmal so ein bisschen an, denn ich möchte die Farbe Yama. Das ist halt dieser Duochrome-Ton hier unten in Blau und Rosa. Ich möchte den sehr intensiv am Pinsel haben und den mir hier hinsetzen. Und ihr seht, der ist halt so Duochrome. Okay, ich gehe nochmal in Yama rein und setze mir das hier einfach hin. Und das ist einmal der Look mit der neuen Natasha Denona Zendo Palette. Ich habe mir einmal ein paar Lashes aufgeklebt. Die schönsten Lashes, die es meiner Meinung nach auf der ganzen Welt gibt. Custom. Es ist ein wunderschöner Look. Darf man, kann man nicht leugnen. Ich habe mir gerade noch mal so ein paar Gedanken gemacht beim Aufkleben der Lashes und der Lippen. Ist die Natasha Denona Palette eine anfängerfreundliche Palette? Und ich finde, gerade weil, und ihr seht es, ne, ich bin ja nicht die Blendemaus. Ich habe keine Lust zum Blenden. Ich nehme nicht so viel Zeit. Bei diesen Cream-to-Powder-Texturen ist es so, du musst nicht viel blenden, die vermischen sich automatisch. Und das ist halt das Schöne hier, dass ihr sehr, sehr weiche Blends hinbekommt. Sehr gute Palette. Ich gehe auch davon aus, dass die roten Töne gut sind. Ich swatche euch gerne auch einmal noch mal kurz so ein bisschen. Mindful, Luster, Balance und Vigor. Sehr, 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 sehr schöne Farben. Vor allen Dingen die Schimmertöne sind bei ihr Weltklasse und die Cream-to-Powder-Texturen. Also die hier stockt jetzt so ein bisschen, aber ganz ehrlich, hier, schaut euch das an. Sehr, sehr weich, sehr gut zu arbeiten, sehr gut zu verblenden. Ja, sie sind preislich hoch. Ich kaufe sie aber immer gerne wieder, weil ich das auch so ein bisschen sammle und da Farben drin sind teilweise und Texturen, die ich so nicht habe. Und ich da durch dieses Wissen, was ich jetzt habe, mit diesen Texturen, das auf Drogeriemarken schließen kann. Deswegen bin ich gespannt, wie euch der Look gefällt, was ihr zu den Produkten von Natasha Denona sagt. Vielleicht habt ihr ja auch das ein oder andere schon, dann schreibt mir gerne mal euren Favoriten unten in die Kommentare. Schöne Palette, schöne Lashes. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf!